Oberbürgermeisterin Dagmar Szabados hatte am Donnerstag in der Latina August Hermann Franke in einer 11. Klasse eine ungewöhnliche Geschichtschronik vorgestellt. Unter dem Titel Angepackt für Halle, Bürger engagieren sich für ihre Stadt, wird darin der Wandel Halles in der Zeit von 1990 bis 2012 beschrieben. Als Co-Autoren fungierten dabei Halles ehemalige Oberbürgermeister Ingrid Häusler und Klaus Rauen, die bedeutend für die Nachwendezeit Halles waren. In dem Buch kommen zahlreiche namhafte Persönlichkeiten wie die Pianistin Ragnar Schirmer oder Tagesschausprecherin Susanne Daubner zu Wort. Das Buch erscheint in einer Auflage von nur 2000 Exemplaren und ist nicht im Handel erhältlich. Es ist vor allem für junge Leute konzipiert und wird nun an die 11. und 12. Klassen der Halleschen Schulen verteilt.